Sammeln wir mal ein bisschen Stroh weiter ein, ne? Der Kollege hat eigentlich seine Strecke eingestellt, das heißt, eigentlich hätte ich ihn vorher nur anschmeißen müssen. Und dann wäre hier schon alles wieder tutti gewesen. Dann hätte er Gas gegeben und, ja. Wow, warum habe ich das nicht gemacht? Crazy, crazy shit. Haha, crazy shit hat er gesagt. Wie viel hat er denn eigentlich noch? Das ist gar nicht mehr so viel, ne? So, ich habe mir mal einen Schluck zu trinken gegönnt. Muss man ja auch mal machen. Gerade so, wenn man so ein bisschen länger die ganze Zeit am Reden ist und so. Denn, ja, braucht man halt mal das ein oder andere Schlückchen. Also ohne Sprit, ne? Also, so ganz easy peasy hier ein bisschen Limonade. Ich nenne es mal Limonade. Wer meinen Stream guckt, weiß, was ich trinke. In der Masse. Ja gut, eigentlich trinke ich in der Masse Tee, aber wenn ich dann mal Limonade trinke, dann auch gerne mal diese Limonade. So, der Kollege fährt jetzt zur Strohablage. Wir können mal die die Bubbles wegmachen, ne? Sieht ein bisschen netter aus, wenn er ohne Bubbles fährt. Oh, ich treller schon wieder mit, tut mir leid. So. Ja. Dann wollen wir da mal mitfahren? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich macht das keinen Sinn. Ich klicke mal durch. Ja, genau. Ich glaube, wir werden mal wieder in den Wald fahren. Die letzte Folge haben wir ja gar keinen Forst gemacht, muss ich ja sagen. Und das heißt, wir werden jetzt mal wieder schön in den Wald fahren. Mal gucken, ob wir da irgendwo ein, zwei Bäumchen schubsen können. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, ein Baum liegt da noch rum, oder zwei Bäume. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir die denn los haben. Wenn die dann los sind, dann müssten wir eigentlich genügend Geld haben für entweder ein Scorpion King oder für einen Häcksler. Ich bin echt am Überlegen, was ich mache, ob ich mir einen Häcksler kaufe oder einen Scorpion King. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal. Ballentechnik, nein. Forstgeräte, ein Scorpion King. Scorpion King kostet halt 317, ne? Also fehlen uns eindeutig noch ja, knapp 100k. Und hier unten zurück. Erntemaschine, dann nehme ich den kleinen Häcksler von, wie heißen die nochmal? Rostzell Mash, wo ist er? Da ist er. Der kostet natürlich nur 229.000 mit Schneidwerk. Wir haben, ich glaube, das habe ich schon mal ausgerechnet, ne? 240.000, dann bin ich voll und ganz dabei. Ja, 35.000 nur. Und wenn wir das Teil hätten, könnte ich natürlich auch nochmal einen Schnaps oben drauf legen. Oh, dann legen wir noch einen Schnaps oben drauf. Genau. Und kaufen das Teil hier zum Dingshäckseln gleich mit. Zum Strohhäckseln gleich mit. Und dann könnten wir das Strohhäckseln, was so überall rumliegt. Und damit dann auch wieder Geld wie Stroh machen, ne? Ha, nee, Geld wie Heu machen. Wobei, ich müsste es neu schwaden, das sowieso. Das heißt, ich habe eh eine Schwarzstrecke. Und, oh, ich muss mal, ich klapp's hier gerade mal was an meinem Laptop ran. Tut mir leid, dass es gerade klackt. Ja, das ist doch total cool. Dann hätte ich nämlich, also dann würde ich, dann, nee, dann würde ich eher das Teil zuerst nur kaufen. Weil wir haben ja Stroh überall rumliegen. Genau. Und dann würden wir nämlich das Stroh häckseln. Das könnten wir, ah, ich weiß gar nicht. Obwohl, wenn wir die. Oh Mann, das gibt so viel zu tun gerade, ne? Mir eröffnen sich gerade ohne Ende Möglichkeiten. Wow. Ja, so machen wir das doch. Ey, ich kaufe mir einen Häcksler. Drauf geschissen, ich kaufe mir einen Häcksler. So ein Forstgerät, das kaufen wir uns später. Obwohl, ob wir das später noch überhaupt noch brauchen, das Forstgerät, ist dann eh fraglich. Aber ich glaube, momentan bin ich eher dafür, dass ich mir den Häcksler kaufe. Und dann halt das Stroh, was jetzt zum Beispiel auch auf dem Feld 19 noch liegt, das Stroh dann quasi einsammeln, beziehungsweise aufhäckseln. Also, ja, häckseln und das dann ich glaube, ich fahre das sogar in mein eigenes Fahrsilo, oben bei den Kühen, weil dann habe ich in meinem eigenen Fahrsilo bei den Kühen schon mal Silage. Was dann wieder gut wäre oder der vorteilhaft ist, weil, ja, Silage bei den Kühen bedeutet, dass ich dann irgendwann Mischfutter herstellen kann. Ne?
Und deren Mischfutter brauche ich ja zum Füttern, damit meine Kühe dann wieder schön. Also wir werden hier auch wieder sehr, sehr viele Kühe kaufen. Sehr, sehr viele Kühe. Also Kühe sind echt imber. Na, die sind mega OP, meiner Meinung nach. Die machen einfach Geld dadurch, dass sie da sind. Und das ist so genial. Das ist echt genial. Schafe bin ich noch am Überlegen, ob wir das machen. Aber Kühe auf jeden Fall. Kühe kommen auf jeden Fall auf diese Map. Definitiv. Also, nix. Also, nie wieder ohne Kühe. Nie wieder. Weil Kühe sind sowas von. Wow. Du kannst damit so viel Geld machen, ne? Wenn ich überlege, auf meiner LS Extrem, ne? Ich da, okay, da habe ich. Ich habe 2.500 Kühe, ne? Ich habe 2.500 Kühe. Aber ich kriege trotzdem nach Abzug meiner ganzen Betriebskosten. Ich glaube, dass das nach Abzug meiner Betriebskosten ist. Kriege ich trotzdem noch um Mitternacht 1,4 Millionen gut geschrieben. Ich bin wie blöde am Füttern, ne? Ich habe Gülle ohne Ende und alles. Aber ja, die Kühe machen aber auch produzieren ohne Ende. Das ist richtig krass. Richtig krass. Und hier auf der Map könnte ich doch sogar Mist auch verkaufen, ne? Ich glaube, ich kann auch auf dieser Map hier sogar Mist verkaufen. Da ging doch auch was. Liegt hier nur ein Baum rum? Das wäre ja cool. Wenn hier nur einer rumliegt, dann haben wir den ja schnell. Ist der auch schon zersägt vielleicht? Habe ich den das letzte Mal sogar schon zersägt? Lass mal gucken. Ist hier irgendwo. Das wackelt jetzt bestimmt bei euch wieder, weil das immer irgendwie nicht so. Warte mal, ich hole den mal da raus. Wenn er noch heil ist, dann hole ich den mal da raus. Dann werden wir den da vorne mal zerlegen, auf dem Weg, anständig. Na, jetzt ziehen wir den da mal raus, ne? Den Lümmel. Genau. Ihr wusstet, dass ich das sagen werde. Und den holen wir da jetzt raus, den Baumstamm. Legen den vorne auf den Weg. Wir werden ihn vorne auf dem Weg sauber zerlegen. So, pass mal auf. So. Zack. Genau. Ah, ich dachte letztens tatsächlich, meine Maus hätte irgendwelche Probleme bei Farming Simulator und dachte mir dann so, ah ja, kauf dir mal eine neue Maus, Bro. Wird eh Zeit. Und ich stelle jetzt fest, auch meine neue Maus kommt teilweise noch nicht so ganz, oder ich komme noch nicht mit Farming Simulator und der neuen Maus klar. Sagen wir es mal lieber so. Oh, guck mal, da hinten ist noch ein Stamm dran. Also, nee, ein Ast dran. Es ist noch ein Stamm am Stamm. Lol. Nee, ein Ast ist da hinten noch dran. Den müssen wir mal kurz abflexen. Ich hole mal die Flex raus. Miau. Da ist meine Flex. Na? Miau, miau, miau. Und? War hier nicht noch einer? Oder ist das Gestrüpp? Ist das Gestrüpp? Ich glaube, das ist Gestrüpp. Dann legen wir mal die wieder weg. Einmal wieder rauf und die Füßchen einklappen. Und dann ziehen wir den mal raus, in der Hoffnung, dass es klappt. Bin mir nicht gar nicht so sicher, ob das klappt. Vielleicht scheitere ich jetzt auch, weil er da vorne irgendwo hängen bleibt, der olle Stamm. Vielleicht fliegt mir auch gleich alles um die Ohren und es explodiert einfach. Der Stamm explodiert einfach. Das kann natürlich auch passieren. Das ist dann eine spontane Stammentzündung. Dann ist der Stamm ausgelöscht. Dann haben wir einen Stamm ausgelöscht. Punkt. Den Stamm der Stämme. Der Baumstamm ist dann ausgelöscht. So, pass mal auf. Nach dort einmal rübergelegt. Hingelegt vor allen Dingen. Und mach auf die Klammer. Alles klar. Todesmaus. Danger Maus. Pass mal auf. Wo? In welche Richtung? Da, ne? Ja, diese Richtung sieht gut aus. Das heißt, wir sind jetzt bei 53. Ich gucke unten bei der Minimap immer. Da bewegen sich ja die Koordinaten. 53, das heißt, wir müssen bei 58 den ersten Schnitt machen. Dann haben wir den dicken Stamm. Dann habe ich auf 5 Meter, ne? Ja, genau. Dann habe ich auf 5 Meter. Dann gehe ich jetzt auf 63 weiter. 63, da, genau. Zzt. Dann gehen wir auf 68 nach Adam Riese. Aber was hatte Adam Riese damit zu tun? Die 68. Und weil es so schön ist, ihr wisst es schon. Ich bin mir ganz sicher, ihr wisst es. Das ist die 73, die als nächstes kommt. Da ist die 73. Die 73, meine Damen und Herren. Die 73. Ein kräftiger Schnitt auf der 73. Durch ist die Sau. So, die 2 und, ne, warte mal, 73, dann kommt jetzt die 78 natürlich. Ich war mir sicher, dass ihr das gewusst habt. Oder wisst? Meine Damen und Herren, 82, bitte einmal die, gar nicht wahr, 83, ne? Boah, ich erzähle schon wieder Dünnes, ey, 83 jetzt.
Und die nächste Zahl sage ich nicht. Die hat einen politischen Hintergrund, die sage ich nicht. Wenn jemand in diesem Jahr geboren ist, tut's mir leid. Das war's auch, ne? Ja, das war der letzte Schnitt. Alles klar, dann würde ich sagen, laden wir mal alles auf. Und freuen uns, dass wir es aufgeladen haben. So. Einmal schön locker flockig ran da an die ganze Geschichte. Ist echt tatsächlich so, dass Farming Simulator irgendwie mit der Kamera was gemacht hat, ne? Habe ich so das Gefühl. Irgendwie läuft meine Kamera nicht mehr so flüssig, wie sie es mal getan hat. Finde ich ganz komisch. Also ich habe so leichte Ruckler in der Kamera. So ganz komisch. Also ist mir vorher noch nie aufgefallen. Naja, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass ich andere Spiele mittlerweile gewohnt bin. Und das war schon immer so gewesen bei Farming Simulator. Bloß damals ist es mir nie aufgefallen, weil YOLO kannte es nicht anders oder so. Keine Ahnung. Wobei YOLO da nicht passt. Aber egal, ich sag's trotzdem YOLO. Haha. Genau, da liegen jetzt komme ich wieder an drei Stücke ran. Das wird mich auch freuen, wenn ich endlich den Scorpion King habe. Das waren die Baumstämme. Dass man nicht mehr mit dem Anhänger großartig zu den Baumstämmen fahren muss, sondern die ganzen Baumstämme, die man so einsammeln muss, quasi auf einen schönen Haufen liegen hat, gestapelt hat, weil man das ja schön mit dem Scorpion King da hinschneiden kann. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das werden wir aber auch auf jeden Fall machen, hier auf der Karte. Bisschen Forst und so. Das wird schon witzig. Also, bisschen mehr Forst, ne? Also auch mit schönem Gerät und so. Ich hab ja den schönen Timberloader. Oh, der ist so großartig, der Kipplader für Holz. Oh, der ist so großartig. Das ist, oh, ihr glaubt es nicht. Habt ihr den schon mal gesehen bei mir im Livestream? Der ist echt großartig. Der ist so richtig, oh. Vor allen Dingen hast du da einen coolen Kran bei. Oh. Vor allen Dingen hast du da einen coolen Kran bei. Mit dem du alles super geil aufladen kannst. Ne? Hast du einen richtig schicken Kran. Und zum Abladen kannst du ihn kippen. Das ist total geil. Ne? Jetzt zum Aufladen finde ich das okay, mit Kran zu arbeiten und so. Beim Abladen finde ich das noch okayer, wenn man einfach nur kippen kann. Ne? Das ist so richtig gut. Gut. So richtig, richtig gut. So, mal easy peasy hier ein paar Stämme aufgeladen. Raufgeworfen. Ich weiß gar nicht, wievielte Folge es ist, wo wir uns mit Forst beschäftigen. Aber es ist ja leider so, ne? Mit Forst macht man halt am Anfang sehr, sehr viel Geld. Ne? Und wenn ich bedenke, dass hier so ein fucking Baumstamm, ich weiß es nicht, 20.000, 40.000 bringt? Ich glaube 40.000, ne, 20.000, ne? Es ist halt unglaublich viel. Das ist eine richtig gute Finanzspritze, gerade am Anfang. Gerade für mich als kleinen Landwirt, ne, der jetzt noch mit ganz, ganz wenig Helfern auskommen muss. Da ist das halt unheimlich wichtig, dass ich mich darauf konzentrieren kann, im Wald Geld zu machen, während meine Mitarbeiter, meine Helfer, meine Kollegen schon auf den Feldern zugange sind und dafür sorgen, dass halt nachhaltig der Betrieb wächst. Na, das ist ja auch wichtig. Nachhaltigkeit ist ja auch was sehr, sehr groß geschrieben wird bei mir auf meinem Hof. Na, deswegen auf anderen Karten oder auf anderen Betrieben, die ich so geleitet habe, hatte ich sehr, sehr häufig osteuropäische Mitarbeiter gehabt, die gute Arbeit geleistet haben. Definitiv sehr, sehr gute Arbeit. Ne? Das sind echt gute Leute. Und wow, die haben gut gearbeitet. Also richtig gut. Ne? Also nichts dagegen. Ne? Also wow. Aber hier auf dieser Karte muss ich natürlich ein bisschen nachhaltiger vorgehen. Ne? Ich bin jetzt ein Ausbildungsbetrieb, ich habe meinen Ausbilderschein gemacht, ich kann ausbilden. Auf meinem Mähdrescher sitzt auch gerade mein erster Azubi. Ne, er freut sich, dass er Mähdrescher fahren darf. Er hat das schon einige Male gemacht, aber ihm macht das halt richtig Spaß. Und ja, die Abfahrer, da habe ich einen Altgesellen dabei sozusagen, einen auch ehemaligen Landwirt, der aufgehalten hat, der jetzt für mich abfährt. Großartiger Mensch, der Sepp. Der Sepp ist das. Wunderbar. Naja, alles gut. So, den Baum haben wir gleich aufgeladen. Und auf der Strohablader ist, ja gut, das ist der Igor. Der Igor ist noch übergeblieben von der LS Extreme. Der ist halt ein guter. Auf den kann ich nicht verzichten. Das geht nicht.
So. Wow, wir haben es geschafft, ne? Das ging aber flott. Zack, den Kollegen noch eingeladen. Habe ich nicht auch noch auf der Einwiese Heu rumliegen? Nee, ne? Die habe ich, glaube ich, schon komplett gemacht, ne? Da habe ich, glaube ich, schon alles weggeholt. Das, was ich hier hinten jetzt noch machen könnte, wäre eigentlich. Aber die Stumpenfräse kostet halt auch richtig Asche. Nee, das machen wir später. Das machen wir später irgendwann, wenn es denn daran geht, hier alles wieder aufzuforsten. Dass wir dann quasi die Geschichten aufforsten hier hinten. Und was wollte ich sagen? Ja, die Stumpen wegmachen und so weiter. Das machen wir später. Jetzt noch nicht. So, habe ich eigentlich, oh, da wollte ich gar nicht draufklicken. Ich wollte hier draufklicken auf platzierbare Objekte, weil ich meine nämlich, dass ich, nee, ich habe keinen im Besitz. Ich dachte, ich hätte einen Kärcher im Besitz. Das wäre nämlich total toll, wenn ich schon einen Kärcher hätte. Aber habe ich nicht. Schade. Könnte ich mir aber eigentlich mal kaufen, ne? So ein Kärcher hat ja was. So ein Kärcher macht ja Spaß. Mal überlegen. Bloß mal gucken, wie weit der Stroheinsammler eigentlich gleich ist. Der ist auf jeden Fall leer. Fährt anscheinend gerade von der Verkaufsstelle zurück zum Feld. Hoffe ich für ihn. Da ist der Igor halt drauf, ne? Aber der ist ein guter. Der Igor ist ein guter. Der kann das. Der macht das immer gerne. Genau. Der fährt bestimmt gerade zurück zum Feld. Da müssen wir gleich mal gucken, wie weit er ist. Weil, wenn der so weit ist, dass er da alles hier, ne, fertig hat, dann kann er eigentlich schon mit. Ich weiß gar nicht, kann der eigentlich grubbern? Ja, ne? Oh, ich wollte doch. Habe ich das eigentlich gemacht? Ich glaube, das habe ich gemacht. Pass mal auf. Ich muss noch mal kurz was gucken. Ich habe mir nämlich von der Giants-Seite einen Grubber runtergeladen, den man vorne ans Fahrzeug ranhängen kann. Oh ja, ist er. Oh, geil, da ist er. Ja, geil. Der kostet zwar, nee, der hat eine kleinere Arbeitsbreite. Ich glaube, der hat nur 3 Meter oder so. Aber